Hallo Leute, Dampfwolke 7 hier. Heute nochmal mit einem Review des Ithaca. Jetzt seit ein bis zwei Wochen bei mir in Benutzung. Verschiedene Setups, Konfigurationen habe ich bisher durchprobiert und habe jetzt für mich so eine Art Optimum gefunden. Zumindest wenn man ihn auf einem mechanischen Akkuträger benutzen möchte. Also darauf angewiesen ist, aus der Akkuspannung, die der Akku an sich bietet, halt das Optimum an Dampf, Geschmack und Flash herauszuholen. Das ist jetzt wieder eine Dual-Coil-Wicklung geworden im Endeffekt. Bei 0,9 bis 1 Ohm netto sind wir da. Das heißt, wir haben jetzt zwei Wicklungen drin, die bei 1,9 bis 2 Ohm jeweils liegen. Die Performance finde ich so jetzt sehr gut. Ich bin auch recht zufrieden jetzt damit und ich werde jetzt dann nochmal die Woche jetzt den auch mitnehmen und täglich mit dieser Wicklung benutzen. Ich habe das jetzt seit 1 bis 2 Tagen, dieses Setup, aber bis jetzt muss ich sagen, wirklich eine schöne Sache. Ja, wir wechseln jetzt nochmal in die Detailansicht. Ich zeige dann eben, wie ich es gewickelt habe, also auch welchen Draht und welche Schnur ich verwende. Und ja, und sehen uns dann nach dem Wickeln nochmal wieder zu einem kleinen Fazit. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, hier ist der Odysseus zerlegt, zumindest ein Teil seiner Komponenten. Wir haben hier die Tankeinheit, die Base mit dem 15er Adapter zusammen. Hier dieser Ring, der später über das Housing nochmal drüber kommt, über das über den Rebuildable Part. Das Mundstück mit einem 15er Drip-Tip drin und hier oben ist die Top-Nut, die den Tank nach oben hin später dann abdichtet. Ich habe entsprechend schon mal Wicklungen vorbereitet, zumindest den Draht dafür. Das ist schön jetzt hier wieder mit dem TSAF. Entsprechend ist der Draht verschweißt, also man sieht jetzt hier nicht wirklich viel. Ich kann mal gucken, ob man das mal ein bisschen ranzoomen kann, dass wir den Draht scharf kriegen. So, dann sehen wir es zum Beispiel jetzt hier mal so ein bisschen, weil das eine unordentliche Stelle ist. Also der Draht hier, der glänzt so ein bisschen mehr. Da ist dann hier die Kontaktstelle und hier auch wieder. Also damit lässt sich es natürlich wesentlich angenehmer wickeln, als ich sag mal mit, wenn man das Ganze dann noch zwirbeln muss. Wenn man eine Dual-Coil-Wicklung macht, ist es natürlich auch entsprechend aufwendiger, weil man halt nicht nur einen Coil fertig machen muss, sondern halt die kompletten beiden Coils zwirbeln, wickeln und so weiter. Nun gut, das sollten ungefähr jetzt hier 2 Ohm sein. Ich werde jetzt mal eben die Glasfaserstränge fertig machen und mache mal eben hier einen Cut, weil vor der Kamera wickeln, das ist ein bisschen zu anstrengend. Na, und wie man so Faser um, wenn man so ein Stück Draht um die Faser herumwickelt, wie das hinterher aussieht, das seht ihr dann gleich. Na, bis gleich. So, da bin ich. Jetzt habe ich zwei Wicklungen gemacht. Die sehen jeweils so aus. Hauptbestandteil ist eine 3 mm Zwiebelfaser und darüber ist nochmal ein kleiner Teil 2 mm Zwiebelfaser als Depot im Bereich der Wicklung. Da muss ich gleich noch gucken, ob das von der Länge her hinpasst. Wenn das über das Housing oder über die Keramik hinausstehen sollte, würde ich die entsprechend hier dann noch abschneiden. Ja, jetzt beginnt natürlich die Fummelei. Man muss das Ganze jetzt, beide Coils, hier entsprechend hineinzwängen. Ich mache das, oder ich versuche das jetzt mal vor der Kamera. Ich gehe mal kurz raus so ein bisschen. Brauche ich ein bisschen mehr Platz hier, damit ich arrangieren kann hier mich. Und wir machen mal den Fokus an. So. Gut. Also im Endeffekt versucht man erstmal mittig beide Coils hineinzupressen und mit dem Finger hier oben so ein bisschen festzuhalten, damit sie nicht direkt sich wieder verflüchtigen. Dasselbe machen wir jetzt auch noch mit dem anderen. Gucken, ob wir noch so ein bisschen hier Schärfe reinkriegen. So, die erste ist drin. Dann dasselbe nochmal mit der zweiten. Auch hier wieder gucken, dass die Wicklung selber, also der Coil, möglichst mittig ist. Ja. So wie wir jetzt hier schon sehen können,
Da ist dann später nicht mehr ganz so viel Platz für Luft. Ja, also die muss sich dann wirklich zwischen den Coils hindurchzwängen. Aber das scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Bis jetzt hatte ich da keine Probleme mit Entwicklung. Gut. Als nächstes kommt, wir müssen die beiden Massedrähte hier befestigen. Jetzt gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Wir könnten jetzt erstmal die ganze Wicklung fixieren. Ich glaube, das machen wir auch eben. Dann haben wir mehr Ruhe für die anderen Schritte. Wir haben ja nicht mehr so einen Konterring wie früher bei den Wicklungen, sondern wir haben ja jetzt, und da habe ich mir noch nicht rausgefunden, wie sie heißt, hier diese Nuss, ja. Also wer weiß, was der Name dieser Nuss ist, einfach mal einen Namen und das Video posten. So, und die können wir natürlich auch von oben über die Wicklung stülpen und können die dann so wie in der Vergangenheit auch als Konterring benutzen. So, dafür muss ich aber jetzt mal eben wenigstens die Glasfaser so ein bisschen hier ranzwängen. Dann mache ich noch eine letzte optische Prüfung, ob das denn so alles für mich ungefähr passt. Ja, die ist jetzt ein bisschen weit am Rand. Ziehe ich noch ein bisschen rüber. So. Dann mit den Drähten gucken. Also die Drähte sollten, die Silberdrähte, nicht über die Schnur laufen, so dass sie die abschneiden und den Lickfluss bremsen, sondern sie sollten eher so daran vorbeilaufen. Das sieht aber ganz gut aus. Gut. Ich finde, der Weißabgleich heute nicht mehr so toll. Gut. So, lassen wir es jetzt. Jetzt nehme ich die Nuss und schraube sie hier so ein paar Drehungen drüber. Ja. Dann habe ich das zumindest fixiert und habe so ein bisschen Ruhe und kann in Ruhe die Drähte befestigen halt hier. Ja, weil die Drähte jetzt hier und auch die Faser festhält, ist das nicht mehr so empfindlich und kann auch nicht mehr verrutschen. Gut. Dann tun wir die Plusdrähte mal eben zur Seite und fangen mal erst mit den Massedrähten an. Die kommen ja jeweils hier unten unter diese Plastikschraube drunter. Also hier drunter gedreht müssen die werden. Nehme ich mir also erstmal einen und mache das mit dem. Und dann den nächsten auch drunter drehen. Und drehe jetzt das. Hoppla, und drehe jetzt dann das Kunststoff fest. Die Kunststoffschraube. Gut. Das sollte man auch so festmachen, dass sich das nicht mehr von selber verdreht. Sonst könnte es passieren, dass beim Einschrauben der Keramik in die Base sich hier wieder irgendwas lockert. Bei den Drähten hier muss man jetzt auch nicht aufpassen, ob da noch was übersteht oder so, weil die ja sowieso Masse sind. Man sollte halt nur gucken, dass die nicht irgendwo in die Gewinde geraten. Gut, jetzt kommen die, die durch die Keramik laufen, die beiden Drähte. Die kommen hier um den Pluspol drumherum. Und zwar werden die einfach unter dem O-Ring einmal drumherum gedreht. Und die haben jetzt keine Befestigung in dem Sinne mehr, sondern wir setzen halt einfach den O-Ring runter und somit fixieren wir das Ganze ein bisschen. Was man noch machen kann, man kann die hier nochmal so verzwirbeln. Ich halte dann beide Drähte fest, drehe das so ein bisschen. Dann sind die in sich auch nochmal ein bisschen fixiert, ja. Und kneif sie dann hier entsprechend ab. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass ich jetzt im letzten Schritt hier einen von den Drähten verletze, die jetzt hier quer laufen. Das ist mir auch schon passiert. Dann kann man wirklich alles nochmal runternehmen und nochmal von vorne wickeln. Das ist natürlich besonders ärgerlich. So. Die Glasfaser kürzen wir hier so in der Höhe ab, dass sie unterhalb des dem O-Ring endet. Weil das ist auch die Stelle, wo sie auf den Boden der Base treffen. Also ist das auch die Maximallänge, die sie haben müssen, um auch dort noch dann halt Liquid aufzunehmen. Gut, soweit ist die jetzt fertig eigentlich. Ich würde mal sagen, wir schrauben das jetzt hier mal runter. Dann setzen wir das Ganze in die Base ein
und machen mal so einen ersten Anglühtest. Mal so ein Vorglühen. Und dann können wir schon direkt feststellen, ob ja, A, beide Coils glühen und B, ob das auch alles sauber, also Kontakt hat und so weiter. Gut. Den müssen wir noch. Schöne bei Feingewinde. So, dann wird das Ganze einfach in die Base reingesetzt. Schön festgedreht. Und den Rebuildable Part auch noch einmal fest reindrehen. Also so wirklich, dass der O-Ring dann unten anpresst. Und dann könnten wir jetzt auch schon mal gucken, wie das Ganze sich verhält, wenn wir da Strom drauf geben. Ein bisschen weniger hier. Also ich muss die Plusschraube unten noch ein bisschen rausdrehen, hat noch keinen Kontakt. Das ist das Schöne, dass man da kein Problem mehr hat. Egal welchen Akkuträger man jetzt einsetzt. Nur dreht man es halt ein bisschen raus. So. Einmal da rein. So, Lockring raus. Und einmal grün. Also die glühen beide sehr schön auf. Ich glaube mal, das passt so. Man kann das jetzt auch noch mal so ein bisschen ausglühen, bevor man die, sag ich mal, das erste Mal auch mit Liquid versieht. Dann geht, falls denn noch Schliche oder so in der Faser drin sein sollte, geht diese verloren. Ist also eine schöne Taschenlampe wieder geworden. So, Vorsicht, hell. Ich glaube, das passt so. Gut. Werde ich jetzt gleich noch mal messen, wie viel Ohm wir da erreicht haben. Ja. So, nächster Schritt, wie immer. Wir geben dem Ganzen mal ein bisschen Flüssigkeit. Ich finde, Edelstahl und Blau vertragen sich sehr gut farblich. So, Coils sind auch schön benetzt. Damit wir jetzt gleich keinen Dryhead haben beim ersten Zug. Und die ganze Kombi so schon mal ein bisschen vorbefeuchtet ist. Gut, ich wechsle mal eben in die Großansicht, weil alles, was ich jetzt mache, ist in der Detailansicht einfach, funktioniert das nicht so gut. Bis gleich. So, da ist er wieder. Ja, die Wicklung ist soweit fertig. Glüht wunderbar. Heißt also noch Tank draufschrauben. Wir haben jetzt die Möglichkeit auch den Ithaca rein theoretisch hier oben durch die Topcap zu befüllen. Also ich könnte jetzt hier das Fläschchen ansetzen und könnte am Drip-Tip vorbei hier Liquid reinlaufen lassen. Das finde ich auch nochmal ganz gut, weil man kann jetzt die komplette Kapazität hier ausnutzen und muss nicht mehr, weil man hatte vorher nochmal so einen Verlust an Kapazität, dadurch, dass in die Topcap hier auch nochmal irgendwas reinpasst. Also einfach hier die Nuss abdrehen, mit einer spitzen Flasche oder Spritze hier oben Liquid einfüllen und alles ist wunderbar. Auch Vorteil ist, wenn ich jetzt hier diese kleine Nuss aufschraube, ist, dass ich nicht sehr viel Druck ausübe auf das Innenleben des Tanks, also auch nicht so viel Liquid nach unten oder wohin auch immer rausdrücke. Gut, nicht zu fest machen, weil wir wollen ja gleich noch mal ein bisschen mit der Liquid Control spielen. Den Drip-Tip noch drauf. Und dann sind wir soweit fertig. Jetzt wird's spannend. So ein bisschen trocken anziehen. Ich mache die Kontrolle mal ein bisschen auf. Ja, kein Feigling, aber. Sagen wir mal. Das kommt schon ganz gut. Auch noch nichts trocken. Oh.
Ja. Also erstmal habe ich das Gefühl, wir sind hier ein bisschen weit unter einen Ohm gelandet. Muss ich jetzt gleich mal messen. So. Weil für 4 Volt, der Akku war jetzt auch nicht mehr ganz voll, ist das schon erheblich viel Dampf. Wie ihr seht. Aber da kokelt nicht und es schmeckt hervorragend. Also tun wir es jetzt nochmal eben auf den teuersten Akkuträger, den ich habe. Den muss ich mal rausholen. Den habe ich hier in meiner Vitrine. Speziell hinter Panzerglas wegen der Versicherungssumme. Das ist nämlich der CVI Anyvape in Rot. Mit dem will ich jetzt nicht dampfen, weil das kann der ja gar nicht. Nicht bei dieser Ohmstärke. Aber er kann mir zumindest mal anzeigen, wie viel Ohm die Wicklung hat. Ich könnte jetzt auch das Multimeter nehmen, aber das ist ja alles ganz basic hier. So. Was sagt denn der Onkel Anyvape? Der Onkel Anyvape sagt, 9,9 Ohm, hat also keinen Kontakt. Wir müssen die Schraube noch ein bisschen rausdrehen. Liebe Zuschauer, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 6 Ohm, 9,9 Ohm. Ist ja noch Garantie drauf auf dem CVI Anyvape in Rot. Vielleicht ist das aber auch schon wieder so niedrig von der Ohmstärke, dass der das einfach nicht mehr messen kann. Ah. Da muss man ab und zu mal ein bisschen Geduld haben. So, da ist er. Ich mache mal ein bisschen Fokus. Ja, kann man das sehen? Liebe Autofokus. 0,8 Ohm. Also haben wir 1,6 Ohm Wicklung im Endeffekt jetzt da drauf. Ja, ist nochmal eine Nummer geiler. Aber 0,8 Ohm bei 4,2 Volt. Da gehen wir jetzt nochmal in die Watt-Tabelle. Ohm Ampere Watt. Google. Und dann kommt der Rechner. Da ist er doch. So. Wir haben eine Spannung von, also U, 4,2 Volt. Wir haben einen Widerstand von 0,8 Ohm. Berechnen wir. Ja, das hat jetzt wieder nicht genommen. Nochmal neu. Achso, man muss glaube ich Punkt 2 machen, genau, nicht Komma. 4,2 Widerstand. 0,8 berechnen. Okay, das sind 5,25 Ampere, wären 22 Watt Leistung. Hier nochmal Warnung, Warnung. Das nur mit Akkus, die dieses auch können. Ja, ich habe jetzt hier den AW-Akku drin, der hat 15C, der kann das. Ich habe aber auch zum Beispiel hier Panasonic-Akkus, die können auch 10 Ampere Dauerstrom. Nur hier ist keiner, der sagt, der Akku ist aber jetzt leer. Man merkt das, der Dampf wird weniger und so weiter. Wenn man Erfahrung hat, weiß man, wann der Schluss ist. Wenn ihr dann noch nicht so viel Erfahrung habt und habt nur Trustfire-Akkus, dann solltet ihr entsprechend euch vernünftige Akkus besorgen, wenn ihr in solchen Extrem-Settings halt dampfen wollt. Da gibt es auch noch da haben wir eine sehr schöne Sendung im Steam-Team zugemacht, die das Ganze nochmal thematisiert, zusammen mit dem Dampfmacher. 0,8 Ohm, 22 Watt, 5,25 Ampere. Und die Luftkontrolle ist zu. Jetzt geht's aber. Hm.
Also, was sehr schön ist, hier kuckelt nichts. Ja, also obwohl ich jetzt hier 22 Watt durch die Coils jage, also 10 Watt pro Coil, das, was ich normal Single Coil auch auf der Warmo oder so, 10 bis 15 Watt schon ab und zu mal dampfe, finde ich die, ja, das Dampferlebnis jetzt nicht schlecht. Also das gefällt mir eigentlich recht gut. Man hat halt ein bisschen mehr Fläche dadurch, dass es zwei Coils sind. Und wenn die beide wirklich jetzt, sag ich mal, kurz vor der Kuckelgrenze, also im Optimalbereich Sweet Spot betrieben werden, ist das eine schöne Sache. Und da das der Ithaca ja auch direkt so vorsieht, ist es halt nicht so fummelig. Also ich hatte ja schon mal Dual Coil auch versucht auf anderen Verdampfern. Also hier kommt das wirklich sehr gut rüber. Ja, ich könnte jetzt noch stundenlang begeistert hier das euch vordampfen. Das lasse ich mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, klickt hier oben einfach auf Abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kostet nichts. Ja, ich bin raus, euer Dampfwolke, bis zum nächsten Mal. Und immer gut Dampf. Tschüss. Yeah.